Ja, wir befinden uns hier in der Musikschule Mura, Musikschule der Stadtgemeinde Mura. Und das ist eine der fünf größten Musikschulen der Steiermark. Mein Name ist Wolfgang Fleischacker. Ich stamme aus St. Lambrecht und habe Saxophon und Klarinette studiert. Seit 2004 leite ich die Musikschule Mura. Wir haben sehr viele auswärtige Lehrkräfte, die von Graz zu uns kommen in der Schule. Und sie bescheinigen uns, dass es irgendetwas ganz Besonderes ist hier oben, die Mentalität. Das sind Kollegen, die in Graz wohnen, Stadtleute, und hier herum ist das ganz was anderes. Die Kinder sind anders, die Schüler sind anders, auch die Eltern. Dieses Verständnis für Musik ist ein größeres und bodenständig, normal, wie immer man das bezeichnen mag. Das ist vernünftig. Ich meine ja, dass die Vernunft der Menschheit im Quadrat zur Seehöhe steigt. Es wird uns nachgesagt, dass wir eine sehr hohe Blasmusikdichte haben. Das ist mit 25 Vereinen und 1000 Musikerinnen und Musikern durchaus gegeben, bei 30.000 Einwohnern. Sehr viele Leiter von Musikvereinen sind auch bei uns im Lehrerteam engagiert oder auch im Bezirksvorstand sind Musiklehrer engagiert. Und das ist eigentlich das Jugendreferat des Blasmusikverbandes und die Musikschule sind eins. Also wir trennen hier nicht und deshalb funktioniert das auch gut. Wo ich uns eine gewisse Schwäche nachsagen muss, überhaupt im Bezirk, nicht nur der Musikschule, ist wahrscheinlich eben der Jazz, weil es keine Jazzmusiker zu uns verschlägt oder wir jetzt auch keine Szene haben, sozusagen. Das beginnt dann schon so in Judenburg in der Gegend. Bis dorthin kommen auch die Grazer Kollegen herauf und unterrichten dort und fahren wieder nach Hause. Nach Mura ist der Weg sehr weit. Mein erster Wunsch ist der, dass jeder Mensch, jedes Kind, jeder Einwohner die Möglichkeit hat, ein Musikinstrument zu erlernen. Jeder, ob er was macht draus oder nicht, das sieht man dann, aber die Möglichkeit sollte jeder haben und nicht nur im Bezirk, sondern steiermarkweit. Daran wird gearbeitet und das wünsche ich mir. Mein zweiter Wunsch, das ist gar nicht leicht. Bei uns geht es ja viel zu gut noch immer. Naja, mein zweiter Wunsch ist der, dass ein Murer gleich viel wert ist wie ein Grazer oder ein Wiener, was den Finanzausgleich betrifft, damit den Gemeinden überhaupt eine Möglichkeit gegeben wird zu leben. Nur vier Gemeinden von allen im Bezirk bilanzieren positiv. Da stimmt was nicht. Von der Regionale erwarte ich mir, dass es uns dadurch möglich wird, weil eben dadurch Ressourcen kommen, sich mit Dingen zu beschäftigen in Kunst und Kultur, für die wir sonst keine Möglichkeit hätten oder nicht die Ressourcen hätten oder eben nicht den Anlass. Das heißt, zeitgenössische Kunst, verwurzelt oder verbunden mit Volksmusik, mit Blasmusik oder mit bildnerischer Kunst, dass uns Experten besuchen oder Künstler von auswärts und gemeinsam mit uns was machen, aber vor allem, dass dies etwas bewegt, was später dann ohne Regionale gemacht wird und vielleicht weiterlaufen kann, dass damit überhaupt von einer Nachhaltigkeit gesprochen werden kann. Dass sie erkennen, wie schön es bei uns ist und welche Möglichkeiten wir hätten, die wir noch nicht nutzen. Die Terrasse meines Hauses hier in Mura, in der Auerbergsiedlung, abends im Sommer, wenn die Sonne hinter dem Kreischberg verschwindet und es angenehm warm ist.